Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu einem neuen Buch von Emma Scott, The Light in Us. Ich wollte dieses Buch eigentlich schon vor Weihnachten lesen, kam dann irgendwie nicht dazu und habe es dann anschließend gelesen an Check and Mate. Und ich bin sehr froh, dass ich das so gelesen habe, weil Emma Scott ist ja auch eine wahnsinnig gute Autorin. Und ich habe auch dieses Buch wieder innerhalb von 3 Tagen gelesen und das heißt halt was, wenn ich mir so viel Zeit dafür nehme. Ich hatte im letzten Jahr, ich glaube, 2 Bücher von Emma Scott gelesen und ich bin sehr glücklich darüber, dass es schon noch weitere gibt, die ich in nächster Zeit lesen kann. Das war jetzt ein Einzelband, keine Reihe. Und es geht um Charlotte, die ist Geigerin an der Juilliard School und erlebt ein paar Monate vor ihrem Abschluss mehrere Tragödien. Also zum einen hat sie einen furchtbaren Freund, der, nachdem ihr Bruder ganz plötzlich verstorben ist, sie einfach sang- und klanglos verlässt, ohne nochmal ein Wort mit ihr darüber zu sprechen. Ganz schrecklicher Mensch. Und es geht um Noah. Noah ist Extremsportler und das war auch sein Beruf. Also er hat darüber für eine Zeitschrift berichtet, als Journalist, als Fotograf und hatte dabei dann aber einen ganz schrecklichen Unfall, ein paar Monate nach dem, was Charlotte passiert ist und ist seitdem blind und braucht eine Assistentin. Und Charlotte wird für diesen Job angeheuert und sie unterstützt jetzt Noah dabei, wieder Lebensfreude zu empfinden. Und Charlotte hat aber auch dieses Problem in sich, dass sie mit dem Tod ihres Bruders die Musik in sich verloren hat und keine Freude mehr beim Spielen empfindet. Und das ist eigentlich auch das, was am längsten dauert in dieser Geschichte, um zu heilen. Also man hat eher den Fokus so darauf, wie Charlotte jetzt Noah unterstützt mit ihrer wundervollen, liebevollen, empathischen Art, wieder zurück ins Leben zu finden und zu akzeptieren, wie sein Leben jetzt ist und auch zu lernen, dieses Leben genießen zu können. Und dabei geht so ein bisschen unter, dass auch Charlotte ganz, ganz viel Schmerz in sich trägt und da eigentlich so ein ungelöstes, riesengroßes Problem hat. Und um dieses Problem, es geht immer mal wieder so darum, wird sich aber tatsächlich erst so auf den letzten nicht mal 100 Seiten dann tatsächlich gekümmert. Die beiden haben aber eine unglaublich tolle Chemie, die von Emma Scott wahnsinnig toll beschrieben wurde. Und was ich hier mag, die sehr intimen Szenen sind wunderschön beschrieben, ohne dass die jetzt hier irgendwelche krassen Spiränzchen machen. Es gibt ja so Bücher, da denkst du, die schlafen jetzt hier zum ersten Mal miteinander. Muss ich jetzt hier gleich das komplette Kamasutra rauspacken? Und hier ist das trotzdem es sehr einfach gehalten ist, in ihrer Erzählweise so schön. Und die haben eine unglaublich schöne Beziehung. Und was ich an Emma Scott mag, die hat ja immer sehr traumatisierte Charaktere, die die Liebe finden in ihren Büchern. Und es ist manchmal auch nicht einfach zu lesen. Das ist schon ein bisschen ein harterer Brocken manchmal. Es ist nicht so ein Feel-Good-Roman wie Ailie Hazelwood den geschrieben hat. Das ist schon ein bisschen was tiefergehendes, wo man manchmal ein bisschen durchatmen muss. Aber die Charaktere haben auch immer so eine schöne Verbindung zueinander. Und es geht immer um Lebensfreude, um dieses, mir ist richtig krasse Scheiße passiert und ich fühle mich richtig schlecht. Und dieses, aber auch diese Menschen kämpfen sich heraus. Auch diese Menschen finden Methoden, um wieder Freude am Leben zu finden. Und das ist etwas, was ich in unserer heutigen Zeit auch unglaublich wichtig finde, in Romanen zum Ausdruck zu bringen. Dass auch wir als Leser sehen, oh okay, dem geht es 1000-mal schlechter als ich und der hat es geschafft. Ich schaffe das aus und ich schaffe das auch. Und ich schöpfe vielleicht aus diesen Büchern so ein bisschen Motivation und Inspiration auch für mich. Also das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, auch in diesem Jahr weitere Bücher von Emma Scott lesen zu können. Ich weiß, Emma Scott war eine Empfehlung von euch im letzten Jahr, also tausend Dank dafür. Erzählt doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr von Emma Scott schon mal was gelesen habt
und was ihr empfehlen könnt oder was das Buch ist, was ihr aktuell gerade lest. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir natürlich immer gerne einen Daumen hoch, darüber freue ich mich sehr und YouTube auch. Das Buch verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, falls ihr hier neu seid, dann tut das doch gerne. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!